kleiner Tipp, Leute, damit ihr am schnellsten reinkommt. Geht auf den Clan drauf, Hashtag World Record, speichert ihn als Lesezeichen und genau um 30 geht ihr einmal raus aus dem Bild, nochmal rein, geht auf Lesezeichen und könnt reinklicken. Das geht innerhalb von 5 Sekunden und ich glaube, das schaffen wir. Also ich glaube, es geht innerhalb von 10 Sekunden, wenn alle mithelfen. So, und ich starte hier auch nochmal ganz kurz das Video. Es geht genau, wieder um die Clansprengung, Hashtag World Record. Pokale müssen runter. Das musst du machen. Ja, yep, mache ich, habe ich. Einwandfrei, läuft bei dir. Ja, genau, ganz genau. Also, du zählst runter, Lichtle, und dann starten wir alle Uhrzeit. Es sind 15 Sekunden. Okay, pass auf. Okay, go. Ja. Ja, warte. Ja. 5 Sekunden. Scheiße! So krass, Alter, so übel. Alter. Der Chat ist nicht nachgekommen. Es waren genau 5 Sekunden. Alter, ich bin so schnell. Ganz ehrlich, Kümmelberger wieder sehr geil. Alter, ist das krass. Ist das krass. Ich hätte gedacht, so, naja, 25 wäre schon cool. Das habe ich mir auch gedacht, ja. 25 wäre cool. Aber das ist richtig. 5 Sekunden, also ich würde sagen, das ist ein neuer Rekord. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht hat das schon mal jemand vor uns gemacht. Ist die Frage. Auf die Idee muss man jetzt machen. Sollen wir es. Sekunde, ich schaue mir das in der Aufnahme an. Sekunde, ich zähle das ganz schnell ab. So, Aufnahme stoppen. Das heißt, ihr seht, also die Aufnahme läuft jetzt nicht mehr. Ja, aber bei mir läuft es weiter. Das ist kein Thema. Alles gut. Jo, passt. Eine Sekunde. Ich mach so, ich habe die Aufnahme hier vor mir. Mit so krasser Musik. So. Okay, pass auf. Okay, da zähle ich gerade runter. Nein, da mache ich gerade die Pokale runter. Alter, ich mach da so ein richtig schönes Edit draus. Da geht's schon ab, so. Wie einer einfach mal Mülleimer schreibt. Nee, aber ich mach da so ein richtig schönes Edit, da kommt dann so und dann so dritt kommen so ganz. Ich schau gerade nach, es waren 5 Sekunden. Ich glaube, es waren 5 Sekunden. Ja, war eh nicht viel länger. Offen für alle, ich klicke gleich. Ich habe jetzt geklickt. Das heißt, Sekunde, ich bin jetzt hier bei 7 Minuten 11. Zack, 7 Minuten 17 war's vorbei. Also 6. 6 Sekunden, obwohl man da nochmal sagen muss, dass es auch Zeit gebraucht hat, bis meine Nachricht dann im Clan war. Das heißt, es waren circa 5 Sekunden. Alter, richtig, richtig krass. Und vor allem, wisst ihr, was ich so lustig finde? Ich mach da einfach so ein richtig schönes Edit drauf, wo dann der Chat so abgeht, mache ich einfach so richtig viele Hitmarker da sehen. Richtig, richtig cool. Richtig nebenbei kann ich ja dann einfach nochmal kurz raushauen. Ich hab's Lichtle schon gesagt. Ich hab mir erstmal heute schön 2 Clash of Clans Shirts bestellt. Wenn ich schön durch Hamburg renne und dann wird mich jeder drauf anquatschen. Ich schau mir mal ganz schnell das Replay. 500 Kalu. Oh, der sieht nice aus. Ist halt immer so eine Sache, auf Rados 8 bekommen einfach den meisten Loot. Ich liebe es einfach mit Rados 8 zu farmen. Wenn man sowas sieht, sowas bekommt man als Szene einfach nicht mehr. Frage nochmal an euch. Wie ist denn das? Ich habe das heute nämlich gerade gesehen. Ich hatte mit meinem großen Account, also Rathaus Level 9, hatte ich 125k DLX zum Klauen. Mir konnte maximal 2,5k geklaut werden. Achso, ja. Warte. Mit meinem Rathaus 8 Dorf hatte ich 39k zu klauen. Und es konnten mir 1,8k geklaut werden. Wie geht das? Ja, das ist so die... Ich sag mal so, wenn ich einen Rados 10er angreift und du Rados 9 bist, bekommt der Rados 10er mit einem Multiplikator weniger Loot. Das ist nämlich auch das Problem, wenn man rusht. Ja, okay. Okay, ich weiß, was du meinst. Dass sozusagen der höchstwahrscheinlich ein Rathaus 10er war bei meinem Town Hall 9 Account und ganz der genau, andere war Rathaus 7 oder sowas. Okay, okay. Also aber deshalb, ist das so da krass, liegt ja auch so das Problem, wenn man Rathaus rusht, weil man kann als Rathaus 10er keine Rathaus 8er mehr mit Loot angreifen, weil man nur noch 50% bekommt, als das, was der Rathaus 8er bekommt. Ich lasse hier gerade mal eine neue Taktik zum Farmen durchlaufen. Aber bei mir ging es sogar noch schneller, ne? Ich bin jetzt aber dafür. Ja. Wir machen das nochmal. Ja, natürlich. Nein, wir probieren diesen Rekord nochmal zu toppen. Wir waren jetzt mit circa 5 bis 6 Sekunden. Nein, 3 Sekunden. Also die Member, nachdem du das geändert hast, hat es 3 Sekunden gedauert, da war der Clan voll. Bei mir hat es 6 gedauert.
Na, nee, ja gut, bei dir, aber bei mir sieht man, wenn in deinem Moment, wo die Nachricht, Clan wurde geändert, ja, aufgepoppt ist im Chat, hat es 3 Sekunden gedauert, bis der letzte gejoint ist. Ja, okay, schneller geht's nicht mehr. Dann machen wir es jetzt so, ich nehme es nochmal auf, wir machen das nochmal. Es läuft bei mir also es mit dem weiter. Unterschied, dass diesmal Moritz den Clan öffnet. Und ich sehe nach, wie lange es dauert von der Nachricht bis da das... Ja, bis dann muss man eben immer wieder gucken, auf Info wiedergeben, dass man halt sieht 50. Nein, weil die Nachricht kommt ja, dass die Clan-Einstellungen geändert wurden. Na, man sieht auch einfach, dass es einfach aufhört, dass da Leute beitreten, das sieht man eh. Genau, ja. Man sieht sofort, Ja, wenn das Dann machen wir das. Der Clan ist jetzt geschlossen. Sollen wir alle Leute kicken? Nein, es ist viel einfacher und auch viel dekadenter. Ich meine, komm, wir Hashtag Dekadenz, bitte, ja? Okay, dann probieren wir das jetzt nochmal und dann würde ich sagen, machen wir noch eine schnelle Challenge. Der Clan ist auf geschlossen, nur auf Einladung, ihr müsst jetzt wieder reinkommen. Ich krieg schon Nachrichten von Jartek, er will auch rein. So. Aber ey, das Hashtag infected, ja genau. Das wirklich, also dass das so viel machbar ist. Also ich meine, ich weiß ja grundsätzlich, dass die Community der Knüller ist, ja. Ja, ist wirklich. Also das ist einfach, das ist nicht einfach nur so, naja, gut, okay, sondern das ist einfach mega geil und ihr dürft den Guso auch abonnieren. das ist echt richtig geiler, das ganz ehrlich. Dass man irgendwie unter 10 Sekunden bleibt. Ja. Unter 10 Sekunden ist schon krank. Ey, Digga, bei mir fragen schon die Leute an, obwohl nicht mal irgendwie bekannt ist, wie der Kack-Clan. Achso, warte. Ja, sagst du uns, wie der Clan ist? Der Hashtag ist schon da. Okay, pass auf. Sekunde, ich frage an. Ja. So, zack, ich habe angefragt. Weltrekord 2. Wir sind drin, wir sind einfach mal drin. So, dann machen wir uns mal jetzt mal auf Clan-Führer, beziehungsweise Clan-Anführer. Mach erstmal auf geschlossen. Ja, das macht überhaupt keinen Unterschied, weil ich mache ja eh gleich dann an, aus, damit du das siehst. Aber ich kann euch auch gerne... Ja, das stimmt. Wenn man an, aus schreibt und dann ein bisschen was verschwimmt, dann heißt es Anus. Okay, also ich würde sagen, wir machen den Clan, wann machen wir ihn auf, damit die Leute schon Bescheid wissen. Lass mal kurz reinschreiben. Lass mal kurz einfach reinschreiben, irgendwie so ein paar Zahlen, damit man nicht das Grüne schon sieht, weil das sieht, glaube ich, cool aus. Achso, okay. Der warte immer einen Punkt. Ja, ich schreibe einfach immer. Das stimmt schon. Nein, also ich würde sagen, Moritz, du schreibst jetzt in die Clan-Beschreibung rein, dass der Clan, sagen wir um, wann öffnen wir ihn? Es ist jetzt 39, sagen wir um 43? Hallo? Ist eh egal. Es ist nicht 43? Egal. Okay. Doch, sagen wir um 40, oder? Einfach jetzt direkt. Nee, das sind nur noch ein paar Sekunden. So knapp. Dann halt 41. 42. Okay, 42. Ihr könnt euch den ja schon speichern. Hat sie diese Jax jetzt gemutet? Was denn? Ich kann's nicht sagen. Es hört sich immer so an, oder? Ja, ich glaube schon. Ja und? Okay, also, pass auf, Moritz. Wir öffnen den Clan in 2 Minuten. In genau 2 Minuten. Leute, wieder genauso machen. Ich zeige jetzt mal, hier den Hashtag. Der Hashtag ist hier, Hashtag Q2Q8CVY9. Wie gesagt, ganz einfach als Lesezeichen speichern. Und wenn es genau, was haben wir gesagt, 2 oder 3, 42 ist, geht ihr ganz einfach auf Info-Lesezeichen, auf den Clan und klickt auf Beitreten. Dann geht das in 0, nichts. Ihr könnt euch auch schon vorbereiten. Jetzt klicke ich drauf. Und dann sollte das eigentlich instant funktionieren. Gehen wir so ein bisschen Wetten ab. Was denkt ihr, wie lang dauert das? Ja, ich glaube, schaffen wir es nochmal den Rekord von vorher zu brechen. Das ist die Frage. 3 Sekunden, sage ich wieder, weil das geht nicht viel schneller und nicht viel langsamer. Ich glaube, das kann nicht viel mehr Anfragen gleichzeitig bearbeiten ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ich sage 3 Sekunden,28. Okay, es ist jetzt 41, genau eine Minute. 2,89. Okay, ich krieg's ja direkt live mit, das heißt, das passt schon mal. Moritz, du musst wirklich... Zähl bitte runter. 50 Sekunden haben wir noch. Ich habe gar keine Uhr. Zähl runter am besten, okay? Ich sag dir ganz genau Bescheid. Okay. Zähl dann einfach von 3 runter, dann drücke ich auf Save und dann geht's richtig gerade. Jo. Anyone can join. Okay, wir haben noch 30 Sekunden. Oh mein Gott. Und dann will ich, einen will ich noch springen danach. Ich bin dann erst oder wir gehen langsam zur Loot-Challenge über, sonst wär's knapp. Okay. Ja, och, klar. Nee, ich muss dann gleich essen. Okay, egal. Das dauert eh nicht lange. Du hast eh schon verloren. Ich esse eben. Halt. Was einer.
Ich sollte übrigens langsam mal aus der Beschreibung zähl die runter, zähl runter, hallo, hallo. Rausmachen. Runter, jo, 5 Sekunden haben wir noch. Okay. Nee, nee, warte, ich zähl schon runter. Wir machen es ein bisschen versetzt. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. Wow. Krass, krass. Explosion. Voll. Nee, noch nicht. Nee, jetzt ist voll. Ey, so krass. Kann ich sagen, wie viel es war. Nee, es ist einfach so krass. Ich bin kurz essen. Ja, ihr müsst es im Schneideprogramm dann so krass genau abmessen. Aber das war langsamer als vorhin. Es kommt dann eigentlich in den nächsten Tagen im Video. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich bin kurz raus. Ja, das war's erstmal dazu zu dem Video. Viel Spaß damit. Bis dann.